oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin, moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer Android-App, Videokonverter und Kompressor. 9,1 MB groß, erforderliche Android-Versionsnummer 4.0 oder höher, aktuelle Versionsnummer der App 4.1.0. Und bei 11.784 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,4 von 5 Sternen. Interessanterweise sieht man auf den ersten Blick hauptsächlich viele negative Bewertungen, die ich nicht so nachvollziehen kann. Das ist der beste Videokonverter und Videokompressor. Können Sie verschiedene Formatvideos in MP4 mit hoher Qualität konvertieren? Ich verzichte darauf, die Beschreibung vorzulesen. Ihr könnt Videos konvertieren und komprimieren in MP4. Es wird unterstützt AVI, MKV, FLV, RMVB, MOV, MPEG, WMV-Dateien und so weiter. Und das habe ich alles nicht genutzt, um Formate zu ändern und so. Das interessiert mich nicht, sondern Videokompressor. Und zwar kann man ganz einfach ein Video auswählen und sagen, ne, irgendwie 4K-Videos oder so, und sagen, komprimiere mir das auf 720p oder irgendwie sowas. Bis zu 2 GB große Videodateien können importiert und komprimiert werden, und man kann die Videos dann auch gleich teilen zu YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter und so weiter. Kann ja zum Beispiel sein, dass ihr unterwegs, ich weiß nicht, in 4K ein Konzert aufnehmt oder so und das Video per WhatsApp oder per, keine Ahnung, Telegram verschicken wollt und dann sagen wollt, oh nee, so viel Datenvolumen habe ich jetzt keinen Bock zu verbraten. Irgendwie, oder ich weiß gar nicht, ob man über so 600, 700 Megabyte große Dateien überhaupt per Telegram zum Beispiel verschicken kann. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dafür habe ich es genutzt. Ich mag Apps, die dafür sind, für einen bestimmten Zweck, und Videokonverter und Kompressor erfüllt das einfach. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.